Okay. Oh, da sind jetzt andere im Restaurant. Sind andere im Restaurant? Ich hoffe, es sind Tatsache 3. Wobei, ich glaube, gute hatten wir ja schon. Ja, Mist. Gut, da hatten wir tatsächlich schon. Geburtstagskuchen und Bananenkuchen. Das heißt, dann fehlt noch einer. Bananenkuchen. Und ich habe weder Weizen noch habe ich Butter. Ich brauch Weizen. Hallo. So, bitte einmal 10.000. Wie groß wollen Sie ein Gebäude haben? Ja. Ist kein Weizen mit Beine, doch da. So. Bis bald. Kaufe eindeutig zu wenig Samen. Ich habe ein paar neue Waren im Laden. Ja, ganz toll. Ich muss erstmal hier wieder alles neu in Löchern graben. Überhaupt nicht ätzend. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Mich auch. Wir werden jetzt noch nicht alles hier machen, aber so, dass wir zumindest ein paar Pflänzchen hier haben. Und wir ein bisschen was abbauen können. Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Das freut mich für dich, dass deine Nachbarn toll sind. Ja, auch noch.
Das muss reichen. Benutze in deinem Rucksack, um deine Gießkanne zu verbessern. Sprich mit Merlin. Der ist aber schon wieder verschwunden. Dann bereite ich erstmal das Essen zu. Geburtstagskuchen und Bananenkuchen. Geburtstagskuchen und Bananenkuchen. Bananenkuchen. Und Geburtstagskuchen. Ich brauche unbedingt Eier. Dann habe ich auch wieder Eier. Oh, hallo. Hallo, Scar. Einmal. Oh, hey. Hi. Okay, schön. Wenn einen brauche ich noch. Dieser scheiß Spinat, ey. Bravo, du hast es geschafft. Deine Gießkanne strotzt nur so vor magischer Vitalität. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanze die Kugel der Pflege vor die Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Dieser Teil bedarf etwas Geduld. Alles dreht sich um die Pflege der Kugel, bis der Funkenmagie zurückkehrt. Mhm. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe. Pflanze die Orb of Nethering. Das haben sie aber falsch. Das haben sie vergessen zu übersetzen. Tag, wo ich endlich ein Haus habe in FF14, wird ein toller sein. Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe ja auch nur durch ganz viel Glück eins bekommen. Auch wenn es nicht das Traumwohngebiet ist. Aber mir war das dann auch egal. Kümmere dich um die Kugel. Das kann ein paar Tage dauern, okay. Kann ich die einfach die ganze Zeit stumpf viel gießen? Nein. Wieso kann ich da hinten eigentlich nicht angeln? Das ist doch Rotz. Mir ist so egal, wo das Haus ist. Ja, wie gesagt, war mir ja auch egal. Wie gesagt, ich hätte am liebsten gern in diesem asiatischen Bereich mein Haus gehabt oder in Gridania. Gut, war dann halt Ishgard, aber das war mir auch sowas von Wumpe dann. Ich habe mich halt, nachdem die Wohngebiete halt frei wurden, also nachdem es halt nicht mehr nur für Gilden war, sondern halt für alle in Ishgard, habe ich mich in meinem Wohngebiet, wo das FG-Haus steht, einfach. Ich glaube, das FG-Haus steht auf 13 und mein Haus auf 14. Hier habe ich tatsächlich dann auf 14 beworben. Und ich hatte einfach nur verdammtes Glück. Also wirklich verdammtes Glück. Ich habe da auch gar nicht mehr mit gerechnet, weil ich hatte dann, glaube ich, noch ein oder zwei, die mit auf das Haus, ne, gewotet hatten oder halt sich beworben hatten. Und da dachte ich schon, pff, okay, ja gut, wird eh nichts mehr. Also kannst da parken. Ja. Ich habe Frutus halb ins Ohr geschrien vor Freude. Da saßen wir nämlich tatsächlich im, also auch in echt im Restaurant. Hatten auch einen tatsächlich einen sehr erfolgreichen Tag gehabt. Und das hat dann noch, war nochmal so das i-Tüpfelchen tatsächlich. Aber ich habe da auch nicht mehr mit gerechnet. Ich habe mich so oft auf Häuser beworben und es hat nie funktioniert. Und irgendwann dachte ich, ja, ich krieg eh keins mehr.
Und ja. Ich hatte Glück. Ich hatte tatsächlich richtiges Glück. Aber ich glaube, mittlerweile ist es auch wieder fast unmöglich, was zu kriegen. Es wäre ja auch toll, wenn sie die Wohngebiete mal vergrößern würden. Oh, das zählt auch wieder nicht. Das hat gezählt. Oh mein Gott, das hat einfach gezählt. Oh mein Gott. Lotto lässt grüßen. Yep. In der Tat. So, jetzt nochmal 30 Minuten warten. Dann kann ich die Aufgabe abschließen. Die funktioniert nicht, die geht erst morgen. Da muss ich warten. Bis andere drin sitzen. Das heißt, fange Thunfisch. Und Thunfisch hat man wo bekommen? Vergesse das Land oder Lichtung des Vertrauens. Brauche leider auch niemanden mitnehmen, weil funktioniert eh nicht. Dann hoffen wir einfach mal. Fisch. Ich könnte halt auch einfach meine Quest weitermachen, aber ich weiß gar nicht, wo Ariel steckt. Wenn ich hier gerade mal auf der Lichtung gucke, kann die Olle auch zu mir kommen. Irgendwann wird sie hier vor mir spawnen. Das Schlimmste an dieser Aufgabe ist, ich muss ihn halt selbst fangen und darf ihn nicht durch die Angel... oder bekommen. Ich glaube, es gibt den Fisch auch nur in den weißen Dingern. In den weißen Kreisen. Scheiße. Ich hasse Angeln. Nein, ich brauche keinen scheiß Hering. Ich brauche 20 Thunfische. Lohnungen. Ja gut, damit kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ich brauche mindestens 40. Ich könnte es halt jetzt auch umtauschen, ne? Aber ich würde ja trotzdem nicht alles kriegen, von daher ist es eh egal. Die Aufgaben brauche ich ja auch. Ja. Machen wir das Beste draus. Ganz zwischendurch mir die Krokus auffarmen. Brauche ich ja noch die Krokus. Hier ist nochmal Kakao. Also wenn jetzt hier ganz viel weiße Kreischen kommen und alle mit Thunfisch sind, dann habe ich echt verdammtes Glück. Noch mehr Thunfisch. Müssten jetzt 10 sein. Ah ne, 11. 11 schon. Nein. Leider kann ich auch wirklich nur den Kreise fischen, weil wenn ich außerhalb dieser Kreise fische, kriege ich leider nur Algen. Oder dumme Heringe. Ich hasse Heringe. Thunfisch! Geben Sie mir Thunfisch! Leck mich! Bringen Sie mir Thunfisch! Thunchenfisch!
Bitte. Nein. Das war ein Tentakelmonster. Spinat, du wachst auch mal. Bitte. Ist das das Albino-Ding? Warte mal. Ist der Albino heute da? Oh mein Gott, der Albino ist da. Der ist sonst nie da. Oh mein Gott. Ich habe leider nur einen Oma gerade. Ich habe mich gerade um auf den Weißen konzentrieren. Oh, es ist immer so süß. Oh mein Gott, ich habe mal den Weißen gesehen. Den sehe ich sonst nie. Es ist halt echt eine Seltenheit. Ich wollte ja eigentlich noch zu FF, ne? Hat bisher super geklappt. Das ist ein Kabeljau. Ich brauche aber Thunfisch. Das ist so ätzend. Liebes Stilspiel, aber an manchen Stellen ist das damit echt heftig. Bei manchen Sachen kann ich echt verstehen, dass Leute frustriert sind, dass es so auf Echtzeit geht. Problem bei dem Spiel ist, du darfst es halt auch nicht vorstellen, die Zeit. Da gibt es ja so viele Bugs. Also ich habe toi 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 noch nie die Zeit vorgestellt. Ich war zwar mal am Überlegen, aber ich weiß, dass ich dann keinen Spaß mehr am Spiel gehabt hätte, wenn ich die Zeit vorstelle. Und da ist noch ein... Das ist tatsächlich eine Seltenheit, dass drei Krokos hier rumlaufen. Wir einmal zur Lichtung. Ich brauche mehr Hummer. Aber ich glaube, den roten habe ich eh schon. Hier kann ich einmal das hinstellen. Achso. Dumm. Mist, ich habe gar keinen Hummer mehr. Das ist noch mieser. Ich habe gar keinen Hummer mehr. Ich laufe immer noch mit den Kürbissen rum. Wollte ich schon längst verkauft haben. Okay, ich habe keinen Hummer mehr. So, gar kein, gar kein? Ne, so gar kein, gar kein. Wie geht's?
Okay. Ich gucke mal, ob ich hier durch Vajanas Angelaktion hier was kriege. Oh mein Gott, ja. Aber leider nur einen. Sammlung, was brauche ich denn an? Okay, der ist heute nicht da. Der ist heute auch nicht da. Die Raben hatte ich heute schon. Den hatte ich jetzt. Okay, den roten habe ich. Zwei von nachmittags. Zwei von morgens. Morgens bis 12 Uhr nachmittags, den habe ich verpasst. Den habe ich auch verpasst. Der ist noch da. Der ist heute nicht da. Heute nicht da. Den verpasse ich eh jedes Mal. Er ist halt immer nur nachts da. Und die Kolibris müsst ihr noch. Da hat sich die Konstellation leider nicht geändert. Das Schimmel ist Mini, hilft dir halt leider auch nicht. Der Spinat, der braucht noch. Eine Stunde. Ach, jetzt habe ich gerade gar kein Spinat mehr mit, ne? Spinat. Wann ist denn diese Stunde vorbei? Frage ich mich halt wirklich, wann diese Stunde vorbei ist. Ich kann da doch einfach gucken, ob ich genug Spinat noch im Inventar habe. Also in der Kiste. Aber glaube ich, habe ich nicht. Ich glaube, cheaten kann ich auch nicht. Im Sinne von, ich kaufe und verkaufe es dann wieder. Ich meine, ich kann es ausprobieren. Aber... die Entwickler sind schlau und lass mich kein Spinat kaufen. Gut, dann nicht. Dann nicht. Da ist Shiri. Kroko. Oh, süß. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das Grüne jetzt schon gefüttert habe. Wäre schön, aber nee, leider nicht. Leider ist es jetzt noch nicht in meiner Sammlung. Das ist leider nichts Neues. Das ist neu. Oh, da kommt der Spinat.
45 Spinat. Fünfzig.